ich habe mir aus dem Internet eine Adressenliste runtergeladen, die ist also öffentlich zugänglich. Und mir ist hier aufgefallen, dass der Autor dieser Tabelle die Vor- und Zunamen und auch die Postleitzahlen und Orte jeweils in eine Spalte gepackt hat. Will man aber zum Beispiel mal einen Serienbrief erstellen, wäre es sinnvoll, die Namen in getrennten Spalten unterzubringen. Ich möchte kurz zeigen, wie man solche Spalten zerlegen kann, um die Daten nicht noch einmal eingeben zu müssen. Hierfür bietet sich die Funktion Links an. Die gibt von links nach rechts eine bestimmte Anzahl von Zeichen aus einem Text zurück. Ich möchte hier zunächst den Nachnamen ausgeben lassen. Die Frage ist, wie kann ich die Anzahl der Zeichen bestimmen, dass das für alle Zellen in der Tabellenspalte gültig ist? Nun, in allen Zellen ist der Nachname vom Vornamen durch ein Komma getrennt. Mit der Funktion Suchen kann ich das Komma innerhalb der Zelle suchen lassen und Excel gibt mir als Wert zurück, an welcher Position in der Zeichenfolge dieses Komma steht. Nämlich hier an 11. Stelle, es ist also das 11. Zeichen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch schon die Länge des Nachnamens bestimmen. Ich ziehe einfach das Komma wieder ab und dann ist mein Name hier 10 Zeichen lang. Und dann können wir die Formel auch schon hier eingeben. Gib mir von links aus dem Text in Zelle D4 10 Zeichen zurück und wir kriegen den Nachnamen angezeigt. Man kann jetzt noch den Zellbezug E11 durch die Formel ersetzen, dann braucht man später in der Tabelle diese Hilfskonstruktion nicht mehr und dann kommt diese Formel heraus. Den Vornamen möchte ich mir nun mit der Funktion Teil ausgeben lassen. Diese Funktion gibt uns auch eine bestimmte Anzahl an Zeichen zurück ab einer bestimmten Stelle. Ich gebe die mal ein. Teil, der Text kommt wieder aus Zelle D4 und jetzt muss das erste Zeichen, ab dem ausgegeben werden soll, bestimmt werden. Ich nehme erstmal die Stelle, wo das Komma steht, also 11, und dann haben wir noch ein Leerzeichen und der Vorname geht bei 13 los, also addiere ich noch eine 2 dazu. Und für Zeichenanzahl schreibe ich hier eine 100 oder 100.000, das ist egal. Es werden nur die Zeichen nach der 13 ausgegeben, die auch vorhanden sind. Man kann es auch eleganter machen, indem man mit der Funktion Länge die Gesamtzahl der Zeichen bestimmt und dann die Länge des Nachnamens abzieht. Dann kommen wir für den Vornamen auf 8 Zeichen. Anschließend können wir noch die Zellbezüge mit den Formeln ergänzen und kommen dann zu dieser Formel. Dann markieren wir die Zellen und kopieren die und fügen sie in das Tabellenblatt ein. Dann nach unten kopieren und ich will jetzt noch die Formeln raus haben. Kopiere das nochmal und füge alles als Wert wieder ein. Dann können wir noch die nun überflüssige Spalte löschen und fertig. Wir haben die Spalten in Namen und Vornamen zerlegt. Okay.